Und ich sage hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Damakash. Wir sind in Lost Horizon. Wir haben uns den Weg aus der Gletscherspalte letztes Mal rausgebahnt, sind jetzt in dem Nazilager und müssen jetzt hier mal den sehen, Soldaten was davon suchen. Brauchen kann. Hier ist eine Handgranate. Wahrscheinlich ein Blindgänger. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Da ist noch eine Tür. Oh, 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 da ist ein Soldat. Verschlossen. Okay, jetzt... Der ist da am Arbeiten, der macht da irgendwie Auto. Jetzt müssen wir mal gucken, da können wir wahrscheinlich nicht einfach so vorbeigehen, das wäre zu einfach. Oh, der Werkzeugkoffer, der könnte interessant werden. Wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um, das Generatorhäuschen. Mit dem Brett können wir dem keinen überbrezeln, warum nicht? Wir gucken uns mal die Lüftung genauer an. Ich kann das Lüftungsgitter nicht öffnen. Gut, anscheinend muss man das ja aufmachen. Dann gucken wir mal. Mit unserem tollen Taschenmesser-Korkenzieher machen wir die Damit Lüftung auf. Damit bekomme ich das Lüftungsgitter nicht ab. Ach, der kann aber auch nur jammern. Das haben wir ja im letzten Teil schon gemerkt. Ja gut, mit der Handgranate wohl auch eher nicht. Nee, das funktioniert gar nicht. Also wir müssen den Soldaten da weglocken. Hier ist noch ein Zelt, da können wir nicht hin wahrscheinlich. Weiter sollte ich nicht gehen. Der Arbeiter dort könnte mich sehen. Und dann hat der Spaß ein Loch. Okay, also wir müssen erstmal den hier weglocken. Das heißt, wir müssen den irgendwie ablenken. Ein transportables Schweißgerät. Jetzt gucken wir mal, was können wir denn da nehmen? Die Schallplatte in die Lüftung vielleicht zum Kopf... Nee, hilft auch nichts. Mit Zeitung abdecken auch nicht. Anbrennen... Auch nicht. Der Holzklotz hilft uns hier auch nicht. Ah, wir können das Wasser von dem Topf in die Lüftung schütten. Dann gibt es bestimmt einen kurzen... Das Wasser würde einen Kurzschluss verursachen. Klingt vielversprechend. Genau. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Sehr gut. Ah, vielleicht der Generator? So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir ja irgendwie den einsperren. Nun? Leider wird er da nicht ewig drin bleiben. Ja, mach halt die Tür zu. Also, du bist aber auch ein bisschen... Mann, Mann, Mann. Hey, was ist denn jetzt los? Hallo? Hilfe! Hört mich da draußen jemand? Irgendwas blockiert die Tür. Hallo! Zum Glück ist der Generator in der anderen Hütte so laut, dass ihn niemand schreien hört. Also ich höre dich, aber ich lass dich da nicht wieder raus. Geht nicht auf. Okay. Der Deckel scheint sich verklemmt zu haben. Das könnten wir nochmal mit unserem Taschenmesser versuchen. Der Korkenzieher eignet sich leider überhaupt nicht dazu, den verkeilten Deckel aufzuhebeln. Ah, da brauchen wir irgendwas Spitzeres, Längeres. Gucken wir ins Zelt. Na dann. Also ich frag dich jetzt nochmal. Wie ist es dem Mönch und deinem Leutnant gelungen, aus dem Kloster zu entkommen? Welche Geheimtür haben sie benutzt? Wir können das Spielchen noch tagelang so weitertreiben. Ich habe hier hunderte von diesen Schallplatten und du scheinst die Musik ja zu mögen. Sonst würdest du ja nicht so beharrlich schweigen. Falls es dir zu leise ist, kann ich die Lautstärke auch gern noch etwas aufdrehen. Mein Gott, das ist Thomas. Thomas Finch. Er ist Offizier in Richards Einheit. Ich kenne ihn noch aus meiner Dienstzeit in Hongkong. Er wird offensichtlich mit deutscher Marschmusik gefoltert, die über diese Kopfhörer auf ihn eindröhnt. Schrecklich. Wenn sein Bewacher nicht breit wie ein Schrank wäre, würde ich ihm sofort selbst den Marsch blasen. Aber da ich meinen schwarzen Gürtel vergessen habe, muss ich wohl subtiler vorgehen. Im direkten Vergleich mit dieser Kampfmaschine ziehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den kürzeren. Gut. Was gibt's denn hier jetzt so ein bisschen? Ein Hering? Ich komme nicht hin, ohne dass Herr Schlag mich tot nicht sieht. Achso, okay. Na, da kommen wir dann auch nicht hin. Soldatenuniform. So, hier gibt's nicht weiter. Ich probiere mal mit dem Hering die Werkzeugkiste aufzumachen. Vielleicht ist da irgendwas drin, was wir gebrauchen können. Das könnte ja fast funktionieren. Ja, damit kann ich den Deckel etwas nach oben drücken. Mal sehen, was ich durch den entstandenen Spalt rausholen kann.
Na, was haben wir denn jetzt Schönes hier? Ich hol das Sägeblatt mal raus. Ach, ein Sägeblatt in einer Schutzhülle? Eine Schutzhülle, Kleber, eine Schraubzwinge. Wir können natürlich die... Ja, also das ist ja... Okay, wir probieren jetzt hier... Also wir kleben mal die Schallplatte. Die schleppen wir ja wahrscheinlich nicht umsonst mit uns rum. Und da der ja da Schallplatten hat, vielleicht hilft das ja was. Ich habe die Ränder der Scherben mit Klebstoff bestrichen. Nun muss ich sie nur noch wieder richtig zusammensetzen. Okay. Ich kann die Teile aufnehmen, drehen und irgendwo ablegen. So sollte es mir doch eigentlich gelingen, das Plattenpuzzle zu lösen. Na klar. Drehen Sie die Teile per Linksklick. Und ich drücke hier die rechte Maustaste. Ja, ja. Nehmen Sie die Teile und bewegen Sie sie dann zum Rotationsknopf. Ach du Schande. Okay. So, das passt doch schon mal zusammen. Das sieht doch gut aus. Erstmal das Bild in der Mitte machen. Ich glaube, das ist am einfachsten. So. Immer diese Puzzelei, ne? Die wird nur nicht... Also spielen wird die nicht. Das abgeratzte Ding. Das wird wohl nicht ganz funktionieren. Ich hab da so meine Zweifel. Aber Herr Paddock wird schon... Ja, das passt dahin. Wird schon wissen, was er macht. Ja, das passt doch nicht, oder? Nee, das passt doch hin und vorne nicht, Mensch. Ha. Na, das weiß ich noch nicht. Das legen wir erstmal nochmal hin. Wir brauchen... Das sieht nicht so aus. Da, da, da. Nicht so einfach. Aber wer puzzelt denn auch schon mit Schallplatten herum? Das passt hier hin. Also im Normalfall nimmt man dazu ja ein Puzzle. Und selbst die kann ich schon nicht. Na, das ist doch aber so doof, stellen wir uns ja hier gar nicht an. Das sieht doch brauchbar aus hier. Nee. Das ist ein ganz schön großes Teil hier. Ich brauche eins, wo unten so eine komische gezackte Spitze ist. Das könnte... Nee, das ist das aber nicht. Doch, das... Nee, das gehört da unten hin. Das gehört hier hin. Okay. Jetzt brauchen wir mal noch eins, wo wir... Da muss noch irgendwo eins sein, wo die Kante so einen hellgrauen Schimmer hat. Ja, da ist es doch. Und das passt bestimmt dahin. Jo, das sieht auch ganz gut aus. Nee, das passt da nicht. Das muss hier hin. Okay. Dann passt das hier. Und das letzte Teilchen noch. Na, wer sagt's denn? Ich habe die Scherben wieder zu einer vollständigen Platte zusammengeklebt. Wenn die hellen Klebefugen nicht wären, könnte man sie fast für eine brandneue Scheibe halten. Ja, wir puzzeln Schallplatten zusammen. So, und jetzt packen wir die Schallplatte hier rein. Die Schallplatte passt genau in die Papphülle. Ich steck sie mal rein. So, und dann legen wir die da mal drauf, dass... Vielleicht ist er dann abgelenkt von der kaputten Schallplatte oder so. Da die Platte kein Cover wie die anderen hat, würde der Deutsche den Schwindel bemerken, noch bevor er die Platte überhaupt auflegt. Kein Cover. Wir kleben hier Zeitungspapier drauf. Doch. Mit dem Bild der marschierenden Kompanie von der Titelseite der Zeitung würde die schlichte Papphülle sicher interessanter aussehen. Aber so hält das nicht. Ja, du hast doch Kleber in der Tasche. Kann das denn so schwierig sein? Bevor ich die Papphülle mit Klebstoff einschmiere, nehme ich die Schallplatte besser raus. So landet der Kleber auch nur dort, wo er hin soll. Na, das hast du ja immerhin noch alleine hingekriegt hier. So, wo ist denn unsere Zeitung? Da. Und jetzt da drauf. Ja, die Titelseite der Zeitung passt hier prima drauf. Jetzt ziert eine marschierende Kompanie die Hülle. Gut, da machen wir die Platte wieder rein. Hey, die Platte könnte ich jetzt glatt als Sammlerstück verkaufen. So. Wenn ich Glück habe, merkt der Fritz nicht, dass es keine Marschmusik ist. Aber Thomas sollte es merken und dann hoffentlich mal zu mir schauen. Ja, das war doch ein guter Plan. Gott,
war das ein guter Plan. Und? Siehst du? Was ist denn das für ein Schrott? Die Platte ist ja geklebt. Dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm. Ja. Ach, Manu! Du sollst doch zu deinem Vorgesetzten gehen oder sowas. Mist. Er hat die Klebefugen bemerkt und die Platte nach draußen geworfen. Okay. Ja. Na, dann gehen wir da mal wieder raus. Und sammeln unsere Platte wieder ein. So, jetzt hat er die Klebefugen gemerkt. Das ist natürlich nicht so toll. Was machen wir denn da jetzt? Was haben wir denn alles? Eine Schraubzwinge? Mit Wasser vielleicht ein bisschen? Nee, das geht nicht. Die gucken wir uns mal an. Eine Stielhandgranate. Deutsches Modell. Der Zünder wurde entfernt. Okay. Irgendwas kombinieren miteinander vielleicht. Hier, die Handgranate. Ich habe den Kopf der Handgranate abgedreht und das schwarze Sprengstoffpulver entnommen. Alles klar. Okay, das schmieren wir jetzt auf die Schallplatte. Das Sprengstoffpulver bleibt in den Fugen kleben und man erkennt sie kaum noch. Die Platte sieht aus wie neu. Sehr schön. Dann wieder rein in die Hülle. Die Platte könnte ich jetzt gerade als Sammlerstück verkaufen. Ah je. So, jetzt aber. Das sollte doch wohl funktionieren. Endlich mal logische Rätsel hier, die ich nachvollziehen kann. Wenn ich Glück habe, merkt der Fritz nicht, dass es keine Marschmusik ist. Aber Thomas sollte es merken und dann hoffentlich mal zu mir schauen. Ja, aber die Platte spielt doch nicht mehr. Also selbst wenn die jetzt gut aussieht, spielt die nicht mehr. Die ist geklebt. So, jetzt kommt ein echter Knaller. Okay. Nicht ganz das, was ich geplant hatte. Aber solange das Ergebnis stimmt, hoffentlich hat niemand den Knall gehört. So, dann retten wir mal schnell Thomas. Thomas? Sekunde, ich nehme dir die Kopfhörer ab. Fenton? Fenton Paddock? Was machst du denn hier? Erklär ich dir später. Du musst mir jetzt zuhören. Wir haben nicht viel Zeit. Na schön, Thomas. Hast du eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Du machst mir Spaß. Am besten auf demselben Weg, den du reingekommen bist, oder? Das kannst du vergessen. Ich bin in eine Gletscherspalte gestürzt. Dort kommen wir nicht wieder hoch. Außerdem siehst du nicht so aus, als ob du schon wieder fit für eine anstrengende Kletterpartie bist. Hm. Ich habe gesehen, dass mehrmals am Tag LKW das Lager verlassen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Klingt interessant. Okay. Alles in Ordnung mit dir? Bist du endlich wieder bei der Armee? Leitest du den Rettungstrupp? Nein, hör mir zu, Thomas. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Meine Ohren klingeln noch etwas und ich bin furchtbar müde. Sie haben mich 3 Tage lang nicht schlafen lassen. Kannst du aufstehen? Nicht, solange ich mit den Handschellen an die Kiste gekettet bin. Gut, darum kümmere ich mich gleich. Ich muss wissen, was passiert ist. Tja, ich denke, dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Was meinst du damit? Nun, unsere Einheit sollte diese Gegend hier erforschen und strategisch wichtige Geländeformen erkunden. Richard hatte Karten besorgt, die ein Tal und ein Kloster zeigten, was ein ideales Rückzugsgebiet im Falle eines Krieges sein könnte. Es war dunkel, als wir das Tal erreichten. Wir wollten am nächsten Morgen nach dem Kloster suchen und waren gerade dabei, ein Lager für die Nacht aufzuschlagen, als wir in der Nähe mehrere Explosionen hörten. Wir entdeckten auf einem Berghang das Kloster und sahen, dass irgendjemand versuchte, den Eingang aufzusprengen. Wir konnten aufgrund der Dunkelheit nichts Genaues erkennen und vermuteten, dass irgendeine Bande das Kloster überfallen wollte. Richard entschied sich, den Mönchen im Kloster zu Hilfe zu kommen. Auf den Karten war ein versteckter 2. Eingang zum Kloster verzeichnet. Wir konnten uns also unbemerkt hineinschleichen und mit den Mönchen Kontakt aufnehmen. Deren Anführer, der Abt oder wie man das hier nennt, konnte sich mit uns verständigen. Kurz darauf sprengten die Angreifer das Tor in die Luft und stürmten in das Kloster. Sie waren uns zahlenmäßig deutlich überlegen. Unsere Jungs hatten nicht den Hauch einer Chance. Der alte Mönch führte mich und Richard zu einer verborgenen Kammer, wo wir uns verstecken sollten. Für den Fall, dass ihm auf dem Weg dorthin etwas zustößt, erzählte er uns etwas, das wir uns unbedingt merken sollten. Und was war das? Warte. Er sagte, die Tür wird von 2 Drachen gehütet. Yao, dem Starken, und Xiao, der Weisen. Xiao, die Mutter, ist doppelt so alt wie ihr Sohn Yao. Tja,
War vielleicht irgendein Geheimcode oder sowas. Jedenfalls hat es auf dem Weg zu dieser Kammer nicht ihn erwischt, sondern mich. Ich habe eine Kugel in die Schulter bekommen. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich bin hier in diesem Lager aufgewacht und dann wurde mir auch bewusst, warum wir gegen die Angreifer so schlechte Karten hatten. Wir hatten es nicht mit irgendeiner lokalen Räuberbande zu tun, sondern mit einem Angriffstrupp der Nazis. Okay, was ist denn aus Richard geworden? Was ist aus Richard geworden? Ich denke, er und der Mönch konnten sich in die Kammer flüchten. Mehr weiß ich leider nicht mehr. Dann ist Richard vielleicht immer noch dort? Schon möglich, dass die Mönche da Proviant drin hatten. Dann könnten sie bis jetzt überlebt haben. Vielleicht führt die Kammer aber auch zu einem weiteren Ausgang und Richard konnte sich in Sicherheit bringen. Wie auch immer, ich werde es herausfinden. Diese Kammer, wo genau ist die im Kloster? Es gibt so eine Art Innenhof. An der westlichen Wand befindet sich der versteckte Öffnungsmechanismus. Gut. Okay, was wollen die Deutschen denn überhaupt hier? Irgendwas Unglaubliches ist in diesem Kloster. Ich habe aber keinen Schimmer, was genau das sein soll. Für die Chefin hier, diese Gräfin von Hagenhild, ist es jedenfalls wichtig genug, um dafür unschuldige Mönche abzuschlachten. Sie haben mich immer wieder gefragt, wie man die geheime Kammer öffnen kann. Aber ich habe bis jetzt standgehalten. Offenbar ist das, was sie suchen, da drin. Das heißt, du hast ihnen nichts von diesem Drachencode erzählt? Nein, kein Sterbenswort. Okay, ich suche was, womit ich deine Handschellen öffnen kann. Okay. Wie wär's mit dem Schlüssel? Okay. Schauen wir mal. Die Explosion hat ihn kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Aber er lebt noch. Also da ist schon mal kein Schlüssel. Soldatenuniform mal angucken? Eine deutsche Soldatenuniform. Die Uniform hat zwar nicht ganz meine Größe, aber Moment mal, was ist denn da in den Taschen? Der Schlüssel, sehr gut. Was haben wir hier denn jetzt? Ein Tonband. Okay. Machen wir ihm erstmal losbinden hier. Komm, Thomas, du sollst da ja auch nicht gefesselt bleiben. Perfekt. Der kleinste Schlüssel passt und öffnet die Handschellen. Thomas, lass uns verschwinden. Kannst du gehen? Na los, Thomas, du schaffst es. Naja, etwas wackelig auf den Beinen bin ich doch noch. Dann wartest du besser hier auf mich, bis ich eine Fluchtmöglichkeit gefunden habe. Ich sollte mich mal bei den LKW umsehen. Vielleicht bietet sich dort eine Möglichkeit, Thomas hier rauszubekommen. Ja gut, aber bevor wir... Was ist... Jetzt habe ich hier Soldat? Thomas wartet im Zelt, bis ich einen Fluchtweg entdeckt habe. Okay, aber ich wollte eigentlich die Uniform anziehen. Ich ziehe jetzt die Uniform an. Sag ich doch. Dann habe ich bessere Chancen, unentdeckt zu bleiben. So, LKW. Beim LKW gucken. Hier geht's nicht weiter. Komm, wir schauen mal hier weiter. Wir müssen ja Thomas hier irgendwie rauskriegen. Das hilft ja nichts. Da ist der LKW. Den gucken wir uns mal an. Genau so einer steht vor dem Tor. Ja, okay. Mit dem LKW könnten wir es tatsächlich schaffen. Das Tor ist nicht weit weg. Aber ich fahre erst los, wenn Thomas an Bord ist. Wir legen jetzt den Soldaten ja, hier rein. Ja, ich werde versuchen, mit Thomas hier rauszufahren. Ich hole ihn und verstecke ihn auf der Ladefläche. Wenn wir bis zum Tor durchkommen, können wir es schaffen. So, Thomas versteckt sich auf der Ladefläche. Wenn meine Glückssträhne anhält, steckt der Zündschlüssel im Schloss. Oh nein, da kommt jemand. Scheiße. Hey, was treibst du da, Bursche? Noch ein Kranker, oder? Das Wetter hier ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich bin auch die ganze Zeit erkältet. Ja, kann kaum sprechen. Lass gut sein, schon deine Stimme. Wolltest wohl rauf zum Kloster, was? Mhm. Haben die Jungs von oben wieder ein LKW bestellt? Um diese Zeit noch? Ich hab diesen Deppen schon 100 Mal erklärt, dass ich so kurz vor der Dämmerung keinen Konvoi mehr hochfahren lasse. Die sollen sich gefälligst an die Regeln halten. Nach 1600 verlässt kein LKW mehr die Basis. Es sei denn, im Kloster wurde eine Fundsache von höchster Priorität gemacht. Worum geht's denn überhaupt? Was soll denn so dringend abgeholt werden? Tja, was haben Sie denn per Funk übermittelt? Also ich brauche sowieso das vollständig ausgefüllte Einsatzanforderungsformular. Lass dir das im Funkraum ausstellen. Wenn die Fundstücke von besonderer Wichtigkeit sind, schicke ich dich mit dem LKW nach oben. Du findest mich in meiner Baracke. Aber komm nur wieder, wenn es wirklich bedeutende Fundstücke sind.
Ansonsten wird das Zeug erst morgen abgeholt. Na schön. Funkraum, Formular und wichtiges Fundstück. Auf geht's. Und dieses wichtige Formular werden wir uns natürlich besorgen, allerdings erst im nächsten Teil. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und verbleibe bis dahin. Ciao, ciao!